Also mich fasziniert einfach die ganze Epoche als Epoche einfach, was da passiert ist im 17. und 18. Jahrhundert. Und die Musik, das ist so eine Musik, mit der ich mich sehr identifizieren kann, weil sie einfach so ganz direkt zum Menschen spricht. Das meint Johannes Bramsoller, international gefeierter Barockgeiger aus Südtirol. Sein Spiel wird als ungekünstelt, ehrlich und herzerfrischend jung beschrieben. Wir haben den Musiker bei seinem letzten Aufenthalt in Südtirol getroffen, doch dazu später mehr. Zunächst ganz herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit, der letzten in diesem Jahr. Wir sind heute zu Gast bei Kunst Meran, wo gerade eine Ausstellung des Künstlers Walter Moroder gezeigt wird. Ruhig und scheinbar introvertiert stehen seine Skulpturen im Raum. Doch bei näherer Betrachtung stellen sich den Besucher Fragen nach dem menschlichen Sein. Wie schaut es im Innern des wohlgeformten Körpers aus? Die Darstellung der Stille von Walter Moroder kann auch bis zum 6. Jänner bei Kunst Meran besucht werden. Unsere weiteren Themen jetzt in der Übersicht. Von Drachenblut und Schlangenschuppen, eine Ausstellung im Castello del Buon Consiglio in Trient. Der Geiger Johannes Bramsoller, die Entschlossenheit eines aufstrebenden jungen Talentes. Mirabilia, eine Fotoreise durch 1001 Museumsobjekte in der Sparkasse Academy in Bozen. Zur Ausstellung von Walter Moroder ist übrigens auch ein Katalog erschienen, der hier im Kunsthaus Meran erhältlich ist. Die wunderschönen Fresken des Castello del Buon Consiglio mit den wundersamen Fabeltieren und Fantasiewesen bieten einen idealen Rahmen für die Ausstellung Sangue di Drago, Squame di Serpente, also Drachenblut und Schlangenschuppen, die in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Nationalmuseum in Zürich realisiert worden ist. Der Ausstellungsparcours führt die Besucher durch eine Welt von Einhörnern, Zentauren, Sphinxen und anderen ungewöhnlichen Mischwesen. Ein Bericht von Marion Oberhofer. Wie Boten aus längst vergangener Zeit übermitteln uns die fabelhaften Kreaturen im Castello del Buon Consiglio ihre Nachrichten. Sie erzählen uns von Tugendhaftigkeit und Keuschheit, vom Leid, das Geiz und Neid mit sich bringen. Ob als Symbol oder Allegorie, wie in den Fresken aus dem Jahr 1532. Das Tier beflügelt die menschliche Fantasie. Es besteht bereits eine lange Tradition, Tiere sprechen zu lassen, so als ob sie Menschen wären. Und das Ungeheuer, das in unserem Unterbewusstsein und in unseren animalischen Trieben haust, abzuwenden, indem wir furchterregende Wesen schaffen. Kräfte, die es zu bezwingen gilt, die sich der Mensch aber auch zu eigen machen will. Die umfangreiche Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Nationalmuseum entstanden. Auch das Gemälde der heiligen Margaret, die den Drachen an der Leine führt, ist eine Leihgabe aus Zürich. Die kostbaren Exponate zeigen, wie sich die Bedeutungen, die wir den Tieren verleihen, je nach Zeit und Kontext wandeln. So war die Schlange ein Zeichen für Fruchtbarkeit. Als der Mensch damit begann, sich an den Höhlenwänden abzubilden, begann er auch damit, Hybriden zu erschaffen. Diese Fabrik des Mythos, der auch die Kentauren entsprangen, ist ein weltweit verbreitetes Phänomen. Unsere Vorstellungswelt weist auch über unseren Alltag hinaus. Am Himmel befinden sich die Sternzeichen, die Tiere sind. Auf den Weltkarten wurden an den Grenzen der bekannten Gebiete Monster angesiedelt. Viele der Sternbilder tragen die Namen der Tiere, die Astronomen vor Jahrhunderten an das Himmelszelt projizierten. Die mit der Aufklärung eingeführte Distanz zwischen Vernunft und Fantasie und somit auch zwischen Wissenschaft und Kunst gilt es heute erneut zu überdenken. Die Grenzen zwischen Artefakten und Naturalien verschwimmen zusehends und führen unser Staunen zurück in die Wunderkammern. Nel superamento della realtà rispetto all'immaginazione e alla fantasia, pensando Die Wirklichkeit hat die Vorstellung schon lange überholt.
denken wir an die Zellen von Tieren, Schweinen oder Mäusen, aus denen Textilien oder menschliche Neuronen hergestellt werden. In unserer Fantasie ist dieser Mechanismus der Konstruktion von Hybriden bereits eingeprägt. Sie bevölkern den Okzident seit dem 7., 8. Jahrhundert vor Christus. Diesen Produkten menschlicher Einbildungskraft stehen wir nunmehr ganz real gegenüber. Unser Verhältnis zum Tier, seit jeher von Liebe, Feindseligkeit, Abscheu, Hunger und Gier geprägt, spiegelt letztendlich auch das menschliche Selbstverständnis wider, wovon die Ausstellung im Castello del Buon Consiglio auf beeindruckende Weise zeugt. Bis zum 6. Jänner kann die Ausstellung im Castello del Buon Consiglio besichtigt werden. Was da Schutter lautet der Titel der neuen CD von Titler. Die Titler zählen wohl zu den bekanntesten Vertretern der sogenannten neuen Volksmusik in Südtirol. Die fünf Musikanten verarbeiten in ihrer neuen, nunmehr fünften CD, alte traditionelle Stücke und weiten ihre musikalische Spielwiese auf südlichere Alpenregionen aus. Bis Mitte Dezember sind Titler auf ihrer Promotour durch Südtirol unterwegs. Die Konzertdaten gibt es auf ihrer Homepage unter titler.net. Und musikalisch geht's bei uns weiter. Er ist in Sterzing geboren, hat einen vollen Terminkalender, eine Geige, die 300 Jahre auf dem Buckel hat, aber vor allem eine große Liebe zur Barockmusik, Johannes Bramsola. Im November war er in Südtirol zu Gast. Christina Kuhn hat ihn getroffen. Ich finde, meine Geige, die klingt sehr scharf. Also ich muss sehr viel arbeiten, um einen runden Klang rauszukriegen. Aber ich glaube, also ich finde es sehr, sehr gut, dass die so klingt. Das ist so ein bisschen Gegenpol zu mir. Müssen habe ich nie üben. Also mein Vater ist Direktor von einer Musikschule und deswegen, also meine Brüder, wir haben immer Musik gemacht. Also wir sangen auch im Chor und also natürlich müsste man üben und vielleicht manchmal denke ich mir jetzt, vielleicht hätte ich mehr üben sollen, damit es einfach dann leichter ist, also später. Aber ja, so regelmäßig, glaube ich, ist das Wichtige einfach, dass man das regelmäßig macht. Aber ich wurde irgendwie nie gezwungen und so. Ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht so weit gemacht. Also wenn ich gezwungen worden wäre, dann hätte ich aufgehört, glaube ich. Mit 5 beginnt er, Geige zu spielen. Mit 16 ist Johannes Bramsola am Konservatorium in Bozen, studiert in London und lebt jetzt in Paris. Die Barockgeige von 1713 übernimmt er von seinem Mentor Reinhard Gübel. Seine Konzerte führen ihn rund um die Welt und immer wieder auch zurück nach Südtirol, wie kürzlich auf Einladung von Musik Meran in den Pavillon de Fleurs. Vor fast ausverkauftem Saal gibt es Bach und Telemann, Westhoff, Händel und Corelli. Kongenialer Partner ist ihm hier der Organist und Cembalist Peter Kofler, ebenfalls Südtiroler und international erfolgreich, ebenfalls Liebhaber barocker Musik. An Bramsola schätzt er besonders. Er ist sehr spontan, was das Musizieren betrifft, also macht viel aus dem Moment heraus, was ich selbst auch gerne mache. Und dann entsteht ein so ein Dialog und das liebe ich beim Musizieren. Es ist wichtig natürlich auch, dass man fundiertes Wissen einbringt und die Musik sehr studiert, aber der improvisierende Moment heraus, gerade bei Kammermusik im Dur, ist schon was Besonderes und das macht mit Johannes sehr viel Freude. Die Epoche zwischen 1600 und 1800 in ihrer ganzen Fülle, zwischen Absolutismus und Aufklärung, 30-jährigem Krieg und praller Lebenslust, zwischen Licht und Schatten hat es ihm angetan. Bramsola arbeitet mit Musikwissenschaftlern zusammen, will nicht nur reproduzieren, sondern Musikern und Komponisten Respekt entgegenbringen, nicht nur schöne Töne spielen, sondern verstehen und dem Zuhörer die Musik auch erklären, sie verständlich machen.
Das ist wie wenn man in ein Museum geht, dann denkt man so, ja, okay, das ist ganz toll. Und sobald irgendjemand erklärt, auch nur einen Aspekt von einem Bild oder einer Skulptur, dann ist man plötzlich da, boah, das hätte man nie gedacht, dass sich der Künstler so viel gedacht hat. Vielleicht hat er sich auch nicht einmal so viel gedacht, aber das Tolle bei der Kunst ist ja, dass man eben, dass es diesen Raum gibt zur Interpretation. Und der wird halt, wenn man das ein bisschen erklärt, dann geöffnet. Forschen und Unbekanntes ausgraben, das macht er seit 2008 auch mit seinem Ensemble Diderot. 2013 gründet er sein eigenes Musiklabel Audax Records. Zeitgemäßes Auftreten auch im Internet ist notwendig. Personenkult lehnt er ab. Es soll am Ende immer um die Musik gehen eigentlich und nicht um einen selber. Also wenn ich mich jetzt promote oder so, dann geht es mir eigentlich um die Musik, die ich mache, weil ich möchte, dass die Leute die Musik hören und nicht irgendwie mich da zu stylen. Künstlerischer Leiter und erster Geiger, Konzertmeister und Solist. Er spricht 5 Sprachen und fühlt sich frei, dort zu sein, wo es am besten geht. Kann sich Johannes Bramsoller vorstellen, etwas anderes zu tun, als Geige zu spielen? Wenn ich spiele und wenn ich die Geige in die Hand nehme, dann eigentlich nicht. Aber sonst, also es passiert schon, dass man, also jetzt heutzutage als Musiker muss man so viele andere Sachen tun, also man verbringt eigentlich viel mehr Zeit mit E-Mails und Telefonieren und irgendwelchen Sachen als mit der Geige. Und da kann man dann oft das vergessen. Aber jedes Mal, wenn man dann wieder zurückkommt und in der Probe ist oder eben im Konzert, dann denkt man so, ah, das ist eigentlich das, was ich mache. Und das ist der Grund, warum ich das alles rundherum auch mache. Die nächsten Konzerte führen Johannes Bramsoller nach Wien, York und Budapest, in die Niederlande und bis nach Taiwan. Seine neue CD gibt es ab sofort im Fachhandel. Ebenso wie diese CD von Musica Seculorum unter der Leitung von Philipp von Steinecker mit Bruckners erster Sinfonie in einem Live-Mitschnitt eines Konzertes im Meraner Kurhaus. Erstmals auf Originalinstrumenten aus der Zeit Bruckners. Das ergibt ein völlig neues Bild der Symphonie und ist deshalb für Bruckner-Freunde besonders interessant. Leben heißt Fremdheiten aushalten, lesen wir am Ende des neuen Romans von Birgit Unterholzner. Die Bozenerin erzählt dann sehr anschaulich, wie schwer oder auch wie leicht das Leben sein kann, was es bedeutet zu leben. Dabei verwebt sie viele Geschichten in und übereinander. Ein eindrücklicher, aber auch verzaubernder Roman und eine wunderbare Lektüre an langen Wintertagen. Für euch, die er träumt, ist bei Edition Laurin erschienen. Weitere Hinweise für Sie nun in unserer Rubrik Was, Wann, Wo? Kunst Meran zeigt gegenwärtig die Architekturausstellung Constructive Alps, wie sich auch gleichzeitig die Schweizer und Liechtensteiner Initiative nennt, die heuer zum zweiten Mal den Internationalen Architekturpreis für nachhaltiges Sanieren und Bauen in den Alpen verliehen hat. Die ersten beiden Plätze belegen Projekte aus Österreich, einmal das Agrarbildungszentrum Salzkammergut in Altmünster und das Wohnhaus Katrin und Otto Brucker in Bartholomäberg.